Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag. Und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Die 31097 von 2019 aus der von mir heißgeliebten Creator-Serie. Ganz genau so ist es. Das Stadthaus mit Zoohandlung und Café. Knapp 1000 Teile, 80 Euro Liste. Da sind wir. Richtig. Das hier ist das Topmodell. Das ist der Anleitungsschinken dazu. Ja, da sind alle drei drin. So ist es. Es sind irgendwie 170 Seiten für die 1000 Teile. Und hier seht ihr noch die beiden Alternativen. Ich habe für euch auch noch mitgebracht den Karton. Das ist er einmal, die Vorderseite und die spannende Rückseite. Die kleine Straßenbahn, die will ich auch noch bauen. Muss ich mal gucken, ob das sinnvoll ist. Das Thema ist natürlich, es bleibt viel übrig. Das kennt ihr bei Creator. Die 1000 Teile werden wunderbar wiederverwendet, aber viel bleibt übrig. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen schade. Bei den kleineren Sets habe ich euch ja auch mal alle drei nebeneinander gezeigt. Das ist halt immer so ein bisschen ein Thema. Ich mag die Creator-Serie, das wisst ihr vielleicht. Ich zeige euch gerne etwas aus der Creator-Serie und die Creator-Serie sollte eigentlich die Classic-Serie heißen. Denn das ist Lego, wie man es eigentlich verwenden sollte. Was mal irgendwann die Idee war, die schon lange nicht mehr benutzt wird, dass man etwas baut und dass man, hier sind auch besondere Teile drin, vor allem für Späteinsteiger, die sagen, es sind ja nur Sonderteile. Nee, in der heutigen Lego-Welt sind das hier Standardteile. Aber die Sonderteile werden weggelassen sozusagen und man kann daraus eigentlich immer wieder was Neues bauen. Es wird schwierig heraus ein Auto zu bauen, aber prinzipiell gebäudemäßig ist man hier sehr flexibel und das gefällt mir. Und genauso haben wir hier einen kleinen Brick-Build-Hund und keine Hundefigur als ein Formteil. Das als Beispiel. Die Creator-Serie hat auch eigentlich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das funktioniert auch ganz gut. Das hier hat ein bisschen kleine Teile fürs Geld. Teurer wird alles, das ist normal. Hier wird aber auch ein bisschen noch die Idee weitergeführt, dass man vielleicht eine Stadt bauen kann und dass es mal ein Haus gibt. Das hier ist das nächste am Haus, was es im Lego-Programm für Händler gibt. Ansonsten gibt es noch die großen Modulars. Aber das hier ist das Haus. Wenn ihr ein Haus haben wollt, gibt es das hier und ansonsten keins. Und das ist auch kein geschlossenes Haus, wie ihr euch es vorstellt, sondern das ist nur etwas, was als Gebäude in einer Stadt stehen kann. Und es ist vom Verhältnis her etwas tiefer als diese Häuserfronten, wie jetzt zum Beispiel bei dem Feuerwehreinsatz in der Stadt, den ich euch gezeigt habe. Da war ja einfach nur diese eine Häuserfront, die so dünn ist da. Genauso wie bei dem großen Jurassic World Set oder sowas. Das sind alles immer nur sehr dünne Häuserfronten. Geschlossen ist das hier auch nicht. Ihr könnt ja mal kurz vom Hightech-Feature geguckt, über was wir hier überhaupt reden. Wir sind hier beim aufgeklappten Solardach bei 25,5, hier bei 24 cm und die einzelnen Module sind 12 cm jeweils von der Kantenlänge und das sind rund 10 cm. Das heißt, das ist 10x10, das ist 10x10, das ist 10x10. Also haben wir hier 20x20, aber, und das ist ja der Trick, es ist ja vollständig offen. Das heißt, eigentlich von der Idee her, wenn man das hier abnimmt, und das kann ich euch ja zeigen, es sind eigentlich zwei Häuschen, die da stehen. Dann ist hier so ein Garten dabei. Aber das ist das, was bebaut ist tatsächlich. Hierum geht's. Und wir erinnern uns natürlich noch am Bike Shop und Café. Das war auch eine tolle Angelegenheit. Ich finde, wir brauchen mehr solche Häuser. Auch wenn ich jetzt natürlich, ich hätte es lieber, dass es geschlossen ist. Oder noch besser, dass hier eine dünne Wand dran ist, die man dann aufklappen kann. Das hätte mir gefallen, da hätte man eine Treppe reinziehen können auf beiden Seiten, dann hätte es auch ein bisschen Zugang und wir hätten noch ein paar mehr Teile. Ich möchte immer mehr Teile haben. Das ist einfach so, je mehr Teile, desto besser. Ich bin aber froh, dass überhaupt wieder ein irgendetwas Gebäudeähnliches da ist, denn die letzten Sachen, die wir gebäudeähnlich hatten, das war ja dann, das war falsch. In welche Richtung ging das? Das vielleicht jetzt mal hier so das 31081, ja, diese kleinen Dingerchen da oder Burger Deli 31050, solche Geschichten. Und wir brauchen mehr diese Stadthäuser und das für Jahreszeitenhaus und sowas. Davon brauchen wir mehr, viel mehr. Wir hatten auch das Townhouse noch. Davon brauchen wir mehr. Aber ich bin auf jeden Fall erstmal happy. Wir gehen jetzt mal auf die Details ein. Wir gucken uns das alles an, was man machen kann. Ich wollte euch nur erstmal einen Eindruck verschaffen, weil viele gesagt haben, oh super, kommt ein riesiges Stadthaus für 80 Euro. Es wird total toll. Das ist erstmal das, worum es geht. Wir bekommen drei kleine Minifiguren. Absolut generisch. Das finde ich ja gut. Die haben noch keine Namen, keine Dusseligkeiten. Das passt alles.
Wir hätten jetzt hier, finde ich, auch noch die Medium-Legs reinbauen können. Das wäre lustig gewesen, weil wenn wir schon ganz klein, jung und alt haben, hätten wir auch die drei Beinlänge nehmen können. Aber ich bin schon mal happy, dass wir überhaupt die drei haben. Und ich halte es mal so um. Ich hoffe mal, der Fokus geht nach hier vorne und nicht nach da hinten. Und da ist jetzt nichts Spezielles dabei. Die sehen lieb aus. Das passt schon. Richtig cool finde ich den Hund, den zeige ich euch. Und das Hotdog-Car. Ja, komm. Erstmal den Hund. Den finde ich lieb. Hier mit Schleife um den Hals. Kleiner, angedeuteter Hund. Das da oben sind ja an den, die Ohren sind ja auch Sonderteile, wenn man so möchte, sind ja auch relativ neu. Genauso wie hier unten diese runden 2x2 Plates sind ja auch neu. Das sind alles Sonderteile sozusagen, aber die werden so oft bei Lego eingesetzt, dass die schon lange nicht mehr als solche gelten. Also ich mag den. Ich finde den super lieb, den kleinen Kerl. Und dann haben wir ein Hotdog-Car. Und ich bin ja super happy, dass wir diese Hotdogs haben. Auch ein Sonderteil, ich weiß. Auch in der Creator-Welt. Ja, trotzdem. Auch nochmal so rum. Hier seht ihr auch nochmal die Bedienelemente. Ich finde das unten mit dem Feuer unter diesem Grillteil ganz nett. Ketchup, Senf, klare Sache. Hier oben nochmal ein Hotdog gebaut. Dieser Curved Slope hier, der war ja mal eine Zeit lang was Besonderes. Der ist ja immer noch mal, er ist noch relativ teuer, weil er einfach auch in Sets verbaut worden ist, die beliebt sind und teilweise auch exklusiv waren. Dementsprechend ist er teuer. Aber ich finde die Idee gut. Kleiner Hotdog-Stand auf Rollen und flitzt hier rum. Ich kann auch mal so halten, aber ich dachte, irgendwie halte ich die Details dann hier unten mit Patschefingern zu. Aber er rollt und er ist auf der Platte und nicht zu befestigen, ist alles ein bisschen ungünstig. Stabiles Ding, keine Frage, er funktioniert. Weil Hotdog-Stand kommt recht häufig vor, ich weiß. Also, sie mögen Hotdog-Stand, ich finde ihn gut. Also, kommen wir jetzt hierzu. Die Idee ist wie bei 31.0, 67, 68, 69, dass wir einfach Platten haben, die wir so aufeinander setzen. Das ist nicht wahnsinnig miteinander verbaut, das sind Plate Modifieds und dazwischen sind es Fliesen. Jop. Und da muss das passen. Hier unten ist ein Café. Das hier ist dann eher die Küche dazu oder die Küche von einem Wohnhaus. Kleine Dachterrasse. Auch wieder eine Terrasse, ein kleines Schlafzimmer, Arbeitswohnzimmer und hier unten ist die Zoohandlung. Hier ist nochmal ein kleiner Garten, in dem man essen kann. Das ist mal so die Idee als Ensemble. Und ich würde sagen, ich nehme es mal kurz auseinander, dann können wir uns die einzelnen Teile mal in Ruhe anschauen. Sehr nett finde ich hier oben die Idee dieser Regenrinne, die das verbindet und hier Stabilität reinbringt. Und das tut sie tatsächlich, die macht ihren Job gut. Denn ansonsten wäre das, wenn man jetzt nur auf die zwei Pins unten achtet, wäre das definitiv zu wenig. Vor allem, weil die Etagen untereinander sich keine Stabilität geben. Ich nehme es mal ab, weil es wird, glaube ich, irgendwie den Look verhunzen und dann, das brauchen wir ja nicht. So, und dann fangen wir doch unten an, oder? Richtig. Toll finde ich ja die Platten. In jeder Ebene, sie sind auch alle hellgrau. Kein Blödsinn gemacht, irgendwas, es ist tatsächlich hellgrau. Ich finde es super. Ich habe Spaß gehabt. Direkt beim Auspacken fallen dir unglaublich viele. Das ist durchnummeriert übrigens fürs A-Modell. Fallen dir Teile entgegen und so. Ich finde es echt gut. Hier an der Außenfassade, diese Bögen hier, die sind noch relativ neu. Die gab es auch beim 10262. Beim Aston Martin waren die auch verbaut. Ich glaube, da habe ich auch darauf hingewiesen, weil die etwas Besonderes sind, diese kleinen, kurzen. Hier oben eine nette Motorhaube als Schirmchen. Zack, kann man aufmachen. Hier auch alles befenstert ordentlich. Das ist schön. Das ist alles Dark Orange. Und bei Dark Orange kann ich ja 10224, kennt ihr das Rathaus? Also die Town Hall aus der Modular-Serie. Wahnsinnig teuer. Auch in Dark Orange gewesen. Und hier sind die 1x8er und die 1x3er drin. Ei, die sind teuer. Und hier hat man mal zwei Wände immerhin davon. Das ist doch mal ein Anfang. Hier kleiner Hydrant, gleich wieder umgekloppt von mir. Dappig, wie ich bin. Hier ist die Tasse, das passt. Drin, wir können jetzt über den Spielwert sprechen. Können wir auch lassen. Es ist ausreichend, dass man jemanden reinsetzt, wenn man das Ding sich in seine Stadt stellen möchte, damit es nicht irgendwie so kahl aussieht. Aber dass hier jetzt keine Bespielbarkeit in dem Sinn ist, dass man, wo, also es ist ja keine Küche da. Also nicht auf der Ebene, nicht mit Treppe. Reden wir einfach nicht über die praktische Spielbarkeit, das ist ja auch albern. Es geht einfach darum, das hier ist ein kleiner Gastraum. Ja, das ist doch putzig. Kleiner Gastraum. Mit dem, was man so braucht. Zwei, drei nette Teile dabei. Lässt sich gut bauen. Ist stabil. Wunderbar. Diese beiden Technik-Bricks hier lassen mich hoffen, dass Lego vielleicht auf die Idee kommt, weitere Häuser daneben zu setzen. Vorsichtige Vorfreude. Vorsichtige.
Wir kommen zum zweiten Stock, der gefällt mir sehr gut. Der hat diese wunderbaren Papageien, die kennt ihr in Dark Bluish Grey, auch noch aus der 10251 Brickbank aus der Modular-Serie, habe ich euch ja auch gezeigt. Kleine nette Details, erinnert mich so ein bisschen natürlich weiß, dunkelblau, klar ins Pariser Restaurant, 10243. Dann hier diese, das helle Gelb, im Hellgelb gehalten mit Weiß, ist so eine schöne Kombination. Drin haben wir ein paar kleine Details von einer Küche. Der Türrahmen hier ist ganz, ganz großartig. Der ist in dunkelbraun. Das ist super special. Super special. Gibt es im Baumhaus noch und das war's. Das neue Baumhaus von Ideas jetzt, möchte ich euch auch noch zeigen. Ansonsten gibt es diesen Rahmen nicht. Dementsprechend ist er teuer. Hier vorne noch diese netten Details hier. Auch an der Seite. Schön gemacht. Nettes kleines Ding, oder? Die Küche ist jetzt nicht, ich muss mal so halten, oder? Ich habe so gehalten, das war zu dunkel. Zeige es euch nochmal so. Die Küchendetails sind okay. Die sind nicht überragend, aber es passt alles rein. Kleiner Schrank ist doch okay. Und packen wir das hier oben wieder drauf. Dann, achso ja, ich habe es euch, ich habe es nicht gezeigt, aber ihr kennt das eh, oder? Hier mit den Fliesen, zweimal Plate Modified, links, rechts. Das passt schon. Hep. Und dann haben wir hier nochmal, damit ihr es gesehen habt, den Dachgarten mit ein paar Pflanzungen, ein paar Karotten, sonst was. Hier hinten hängt noch eine kleine Schere drin. Ja. Ich finde, das ist lieb soweit. Völlig fein. So, dann kommen wir hier unten. Auch wieder gleiche Geschichte. Schöne Platten, macht mir direkt Freude. Zwei Sitze hier, diese die Zäune endlich mal wieder als normaler Zaun verbaut. Ja, das ist ja selten. Normalerweise sind die irgendwo auf Loks oder sonst was angebracht über Jahre. Früher waren die einfach an den Häusern dran. Am coolsten war es noch beim 8653, beim Technik Ferrari Enzo, so rum, da ein I, da ein O, ein Ferrari Enzo. Und da war das hinten, Heck vom Fahrzeug waren die eingebaut als Designelement. Da fand ich es echt ganz lustig. Habe ich euch, glaube ich, auch gezeigt, das Auto, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein Print, die gedruckte Karte. Dann haben wir hier ein Technik gebauten Haus, das hier oben schwirrt hier herum. Im netten Blauton mit einem kleinen Vögelchen da oben drauf. Auch wieder Brickbuild. Ist soweit nett. Hier sind, das sind so Kleinigkeiten, die mag ich, diese kleinen Bögen. Die sind hier am Boden, die sind ja auch hier am Boden, damit da kleine Mäuschen rumflitzen können. Ja, ich würde sagen, an alle gedacht. Finde ich sehr schön. Dieses arme Pflanzenvieh wird es noch ein paar Mal reißen, glaube ich. Sieht nett aus. Völlig okay. Aber es ist natürlich eine echt sparsame Ecke. Ja? Ich meine, es sind fünf Teile aufeinander gesetzt. Aber gut. So, und dann kommen wir doch auch zum Namensgebenden. Das ist der Pet Shop. Hier vorne haben wir ein paar Kleinigkeiten drin. Knochen, was weiß ich, Bälle zum Spielen für die Viecher. Gar keine Frage. So gekippt. Das ist vom Green, seit dem Green Grocer muss das so sein. Hier, das ist doch sehr nett gebautes Zeichen. Sieht hübsch aus. Das Dark Azure passt hier ganz gut. Es wird momentan sehr viel verwendet und dadurch kommt es in den normalen Steinen dann auch endlich mal sinnvoll zur Geltung. Ist eine schöne Farbe. Meine neue Tasse, ihr wisst es ja auch, Dark Azure. Das Aquarium hier an der Seite, das ist diese uralte Geschichte. Diese alte Scheibe, die gibt es seit immer. Das ist diese ganz alte Autoscheibe. Die ist hier lustig. Und wie gesagt, jetzt kein Pet Shop von Lego ohne Aquarium drin. Hier noch einen netten Toucan. Und hier unten die kleine Maus mit dem Stück Käse und hier auch wieder der kleine Bogen, damit sie wieder abhauen kann. Finde ich auch nett hier mit den Mauersteinen drin. Und das wird ja dann hier drüben angeschlossen und hier sind ja auch wieder der Durchgang für die kleine Maus, damit sie rüberflitzen kann in die Küche natürlich, also ins Café, um sich Nachschub zu holen. Ja, sehr schlau. Der Toucan gefällt mir. Der ist, erinnert mich immer die in den 90ern, oder frühen 90ern noch die Videokassetten von Toucan. 300 Minuten Videokassetten, noch auf LP gedrückt, 600 Minuten Zeug aufgenommen. In hundsmiserabler Qualität. Aber aufgenommen. So, und dann haben wir den ersten Stock. Hier ist erstmal an der Seite die nette Werbung für das Café, was ja unten war in der Ecke, wo man sich hinsetzen kann. Das ist locker. Aber das pendelt sich immer so halbwegs aus, das ist okay. Dann haben wir hier eine wunderbar minimalistische Couch. Hier drüben ein bisschen so ein
Technik-Center da mit Fernseher drauf und drunter ein paar Bücher und ein, was weiß ich, für ein Elektrogerät, paar verdorrte Blümchen dabei und hier noch dieser 60er Charme, also erstmal hier die ganze Wand, finde ich von außen eigentlich sehr cool, gefällt mir gut, diese Rückseite dieser Mauersteine und innen drin ist es dann offene Ziegel und das hier kann man hin und her schieben. Hier außen wird es gestoppt, eigentlich hört hier die Führung auf an der Stelle und dann kann man es aber weiterschieben, es fällt nicht raus und stößt dann hier drüben an die Ampel. Die Ampel finde ich übrigens auch sehr nett. Gäbe es jetzt noch mehr Sachen für die Stadt, dass man wirklich eine Stadt bauen könnte, hätte die Ampel sogar einen Sinn. Und das kann man hinterher setzen. Das wird eins simpel gebaut. Das ist einfach nur diese Plate Modified mit immer diesen 1x1 Plates drin. Das ist leicht innovierend zu bauen, vor allem, weil man es, seht ihr gleich, zweimal machen muss. Dann hier, wo ich mit meinen Fingern auch schon über rangepatscht habe, diese zwei großen Paneele gefallen mir. Und natürlich hier diese drei deswegen, weil hier auch noch zwei sind, von diesen 1x2x5 Bricks in TransClear. Die gefallen mir auch sehr gut. Ja, und auch wieder auf zwei 4x12 Platten. Die 4x12 Platten sind ja mit die beliebtesten in Light Bluish Gray. Die braucht man wirklich überall. So, hier kommt dann das gleiche nochmal wieder mit diesem Schiebesystem. Diesmal ist hier eine kleine Plate Modified angebracht, damit es hier dagegen schiebt und ich rausfallen kann. Auch ganz wunderbar. Hier oben, wie gesagt, diese Lamellendinger. Also das ist echt super oldschool, sieht aber gut aus, hält gut, gar kein Problem. Das, wie gesagt, kann man dann sich hinbasteln, wie man möchte. Das hier ist die Klimaanlage natürlich und auch die Beleuchtung für das Kaffeeschild unten drunter. Das äumelt auch die ganze Zeit hin und her. Dann hier draußen haben wir noch einen netten kleinen Balkon mit ein paar schönen Pflanzen. Die Tür kann man sogar ein bisschen aufmachen noch. Ganz hervorragend. Ja, da kann man hervorragend die Bemühungen der Klimaanlage konterkarieren und dann ist das alles gut. Drin hat man ein Bett noch mit einer kleinen Lampe und einem Telefon. Auch ein Print. Es gibt keine Aufkleber in diesem Set. Das sei mal lobend erwähnt. Ist jetzt auch nicht viel, was hier aufgeklebt hätte sein können, aber es wäre mit Sicherheit so gemacht worden, aber bei Creator geben sie sich an vielen Stellen tatsächlich noch Mühe. Und das ist schön. Und dann können wir das hier wieder verbinden mit der Regenrinne und wir sind mit unserem Häuschen wieder fertig. Und ich finde das tatsächlich nett. Schön wäre es für mich wirklich gewesen, wenn sie jetzt hier noch so einen Aufklappmechanismus für die Rückseite gehabt hätten, der dann, wenn man es aufklappt, ja, wunderbar aufgeklappt, innen eine Treppe hat, um einem die Illusion davon zu geben, dass man irgendwie hoch könnte. Ja, klar kann die Figur einfach hoch in den ersten Stock. Ja, das ist Realismus, ist nicht zwingend bei Lego an der ersten Stelle. Ich hätte es aber netter gefunden, noch ein bisschen, um das alles ein bisschen abzuschließen und um es aufzuklappen. Ich finde, Lego-Häuser, die sich aufklappen lassen, das sind meine Favoriten. Das ist auch meine Erinnerung, so gehört sich das. Was sie bei den Modulars machen, auf die Größe, dass man die abnehmen kann, ist natürlich besonders schön, aber das ist halt auch manchmal einfach, das ist Budget vielleicht bei so einem Set, dann gibt es nicht her. Aber so einfach eine Wand, die man aufklappt, dann hätte man das Gebäude nicht doppelt so groß machen müssen dafür. Aber ich finde es ansonsten, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wir sind doch so viel Leid gewohnt, das ist doch eine richtige Erholung. Das ist ein richtiges, man kann es gebrauchen. Und da sind ein paar gescheite Steine dabei, also zumindest jeweils die zwei Seiten runter sind normale, was weiß ich, 1x2, 3 bis 1x8er Steine hoch. In vernünftigen Farben, klar, es ist wild, was die Farben angeht, das stimmt, es sind viele mit dem Dark Azure, Medium Dark Flash, dem gebrochenen Gelb, also diesem Hellgelb und dann Dark Orange ist das wild, aber es sind von allem genug Farben da und das sind jetzt auch keine Farben, die seit gestern erst am Markt sind. Also vor allem beim Dark Azure hoffe ich mal, dass die wirklich mal auf Masse gehen, weil man das für viele Sachen, die man so aus Stein bauen kann, in Gebäuden sieht es echt gut aus. Das ist ein schöner Kontrast. Deswegen, da hoffe ich drauf. Und gut, weiße Deko kann Lego einfach. Das sieht richtig gut aus, vor allem im Kontrast mit dem Dunkelblau. Alles zusammen wirklich, wirklich mit schönen Detaillösungen. Wir brauchen mehr Creator und das muss viel prominenter beworben werden. Das ist so ein komplett stiefmütterlich behandelter Zweig und das finde ich so schade. Creator hat so viel zu bieten, so tolle Geschichten dabei und ich möchte euch davon mehr zeigen, aber ich möchte euch sowieso von allen mehr zeigen, aber wer hat die Zeit? Aber das hier durfte ich mir auf jeden Fall nicht durch die Lappen gehen lassen, denn sonst geht es unter wie der Rest. Und da müssen wir dagegen ankämpfen, das ist ganz wichtig. 80 Euro ist natürlich ein Witz, 70 war es sofort unten und ihr kriegt es am Markt auch noch günstiger. Und da Creator ja nicht beworben wird und in keinen Aktionen dabei ist und sonst irgendwas, wird es in Regalen verschimmeln und dann drastisch reduziert. Deswegen schnappt es euch.
Es ist tatsächlich was Gescheites. Auf jeden Fall. Andere gescheite Sachen habe ich auch. Ich habe ganz tolle Häuser da, die sind noch nicht von Lego, aber da gibt es mal Häuser. Das französische Landhaus zum Beispiel. Ich habe ein Video drüber gedreht. Ich pack's unten hin. Das habe ich gerade da. Für 50 Euro, 1200 Teile, komplettes Haus. Nur ohne Einrichtung. Aber da gibt es ja die Einrichtungszimmer für. Ach, ist wunderbar. Also deswegen, Häuser brauchen wir. Kommt vorbei, wir finden was für euch. Ganz sicher, von den ganz großen bis zu den kleinen Häusern. Ich versuche alles zu bekommen, was am Markt irgendwie da ist. Und dann haben wir viel Spaß und bauen uns was Nettes. Richtig. Genau so soll es ja sein. Habt eine fantastische Zeit. Macht's gut.